Der DAX fällt nach den Wahlen in Italien auf ein neues Jahrestief. Der S&P 500 dürfte heute folgen. Wir sehen im Währungsbereich einen weiteren Kollaps des Pfund. Wir sehen massive Put-Positionen, die offenkundig als Absicherung dienen. Also wir sehen Anzeichen von Panik. Und so wie es aussieht, muss es erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Denn die Fed macht etwas kaputt und erst wenn etwas dann kaputt gegangen ist, wird die Fed umsteuern oder wir werden sehen, dass das, was bei der Fed derzeit passiert, mal wieder komplett schräg ist. Sie hat erst die Inflation total unterschätzt, jetzt überschätzt sie die Inflation und hat wahrscheinlich auf dem Peak der Inflation in den USA, nicht in Europa, da dürfte das Ganze noch länger uns begleiten, aber in den USA auf dem Peak hat die Fed wahrscheinlich die Panik bekommen und sagt, oh, wir müssen Zinsen anheben. Dabei ist wahrscheinlich das Schlimmste, zumindest in den USA, schon vorbei, sodass die Märkte gezwungen sind, etwas kaputt zu machen und die Fed dann gezwungen sein wird, wieder umzusteuern. Die nächsten Inflationsdaten kommen am 13. Oktober. Typisch, dass in Midterm-Election-Jahren eigentlich dann Mitte Oktober die Drehung kommt und die Märkte nach oben gehen, würde zumindest sehr, sehr gut passen. Schauen wir uns das Desaster mal an. Zunächst haben wir jetzt die höchsten Put-Positionen in History. Never ever before gab es so viel Puts wie jetzt derzeit. Wir sehen Call-Put-Ratio, jetzt mehr Puts als Calls, extrem selten sind wahrscheinlich Absicherungen. Wir sehen, dass viele Leute eben Geld verlieren. Da muss man jetzt, wenn man diese Position trotzdem nicht verkaufen will, irgendwie eine Absicherung reinbauen. Das passiert derzeit und schauen wir uns mal an, wo wir im Juni damals den Boden gefunden haben beim S&P 500. Da haben wir jetzt deutlich viel mehr Puts jetzt draußen, also das ist schon ein Kontraindikator, heißt aber nicht, dass das Ganze noch weitergeht, dass die Märkte noch weiter fallen. Wie gesagt, die Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes und wir haben zwar Anzeichen von Panik, aber der Schmerz ist noch nicht am Maximum. Hier sehen wir mal Retail Trader, also Privatinvestoren, die haben 18 Milliarden Dollar letzte Woche ausgegeben oder für 18 Milliarden Dollar Puts sich ins Depot gelegt. Jetzt halten sie 46 Milliarden Dollar an Short-Positionen in Index-Futures und Leverage-Traders, also jene, die ziemlich mit hohem Hebel unterwegs sind, die sagen, da wird was Schlimmes passieren, ist ja durchaus auch möglich, aber eben nicht sicher. Das heißt, wenn hier mal eine Drehung reinkäme, dann wäre da wahnsinnig viel Potenzial für einen Short-Squeeze, also für Eindeckungen von Puts. Wer Puts eindeckt, der tritt ja praktisch am Markt als Käufer auf. Also da wäre schon durchaus viel Potenzial. Problem, wir haben vor allem Käufe gesehen, als Powell in Jackson Hole gesprochen hat, in Tech-Aktien von Privatinvestoren. Die sitzen da teilweise noch in diesen Aktien. Und wir sehen, dass die Hedgefonds weiter US Information Technology kaufen. Also die kaufen praktisch Tech-Werte, die derzeit ja aufgrund des Renditeanstieges so stark unter Druck sind. Wir sehen unten mal diesen US Capitulation Index. Also wie groß ist der Schmerz, könnte man sagen. Da ist Schmerz, aber noch nicht annähernd so, dass man sagen würde, naja, viel mehr geht jetzt gerade nicht. Aber wir sehen, wie überverkauft wir sind. Hier mal verschiedene ETFs, die verschiedene Indizes abbilden, ob den S&P 500, den Nasdaq oder den Russell oder Midcaps oder was auch immer. Hier sehen wir diese grüne Spalte da. Alles extrem oversold, alles extrem überverkauft. Aber die Frage ist, wo kommt die Wende her? Wir sehen massiv steigenden Dollar, wir sehen massiv steigende Renditen. Das ist sozusagen das Schmerzthermometer für die Märkte derzeit und da tut sich bisher nichts. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt wahrscheinlich hier einen Aufwärtscrash beim Dollar sehen, einen Aufwärtscrash bei den Renditen sehen, der dann gefolgt wird, oder gefolgt sein wird vom Gegenteil. Der Dollar wird crashen, die Renditen werden crashen, aber das wird eben noch dauern. Aber jetzt derzeit eben angesagt, diese steigenden Renditen, steigender Dollar. Hier sehen wir jetzt nach Dow-Theorie, Dow Jones Transports und Industrials. Beide jetzt mit dem Bruch der Tiefs eigentlich ein Verkaufssignal und vor allem Tech-Werte, die natürlich noch sehr viel Bewertungspuffer in sich tragen, gelegentlich haben natürlich da besonders viel Potenzial, zumal eben die Earnings Estimates noch sehr hoch sind, also die Gewinnerwartung, aber vor allem die Inflation ein Thema ist und vor allem der starke Dollar ein Thema ist. Wenn Sie eine Google sind, eine Apple sind,
dann machen sie Geschäfte in Europa, machen Geschäfte in der ganzen Welt und kriegen sehr, sehr wenig Dollars dafür. Das werden die Unternehmen uns bald berichten, sodass wahrscheinlich dann Gewinnwarnungen kommen. Mitte Oktober startet dann, glaube ich, am 14. mit JP Morgan auch die US-Berichtssaison. Wir werden im Vorfeld wahrscheinlich sehr viele Gewinnwarnungen sehen. Daher ist wahrscheinlich noch Potenzial auf der Abwärtsseite. Das würde auch die Analogie zum Jahr 2008 zeigen, die noch relativ intakt ist. Sogar sind wir jetzt ein bisschen früher nach unten gedreht als 2008. Und unten sehen wir den Grund, eine praktisch einträchtig steigende Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen und eben der Dollar-Index. Erst wenn Dollar und Renditen nach unten gehen, haben die Aktienmärkte die Chance zu drehen. Und vor allem für Firmen, die oder Privatmenschen, die sich in Dollar verschuldet haben, die Firmen, die sie in Anleihen, die sich in Dollaranleihen verschuldet haben und irgendwo in der Welt sitzen, die haben ein Riesenthema, weil ihre Schuld praktisch ständig aufgewertet wird. Das ist das große Problem. Und die Fed hat ein glorreiches Timing. Sie hat zu spät agiert, jetzt agiert sie zu heftig. Und hier sehen wir mal die verschiedenen Unfälle in Hiking Cycles durch die Fed, also in Zeiten, in denen die Geldpolitik durch die Fed so extrem gestraft wurde. Es kam eigentlich immer zu einem Crash, wenn die Fed zu stark auf die Bremse tritt. Wir haben 1994, 95 das gesehen, dann 99, 2000 der Dotcom Crash, Finanzkrise, 87er Market Crash. Und. Also es kann nicht funktionieren, wenn du 92 Billionen Schulden hast, dass du dann dauerhaft hohe Zinsen hast. Das wird nicht gehen. Was wird passieren? Wahrscheinlich wird der Abschwung, den wir in Europa, China sehen, die USA mit erfassen. Dadurch geht die Nachfrage nach unten, dadurch geht auch die Inflation nach unten, sodass manche Projektionen, wo die Zinsen hinlaufen, wahrscheinlich ziemlicher Schwachsinn sind. Und derzeit preisen die Fed Fund Futures ein, dass im Mai die Zinsen bei 4,7% sein werden. Mal sehen, aber wir sehen, das wird immer krasser. Wir waren kürzlich noch bei 3,8% im April, dass also die Fed Fund Futures gesagt haben, okay, wir erreichen so bei 3,8% ein Hoch und dann geht es langsam wieder runter. Jetzt ist man schon bei 4,7% und unten sehen wir mal im Chart, wie stark und wie schnell sich die Financial Conditions, vor allem durch die steigenden Renditen, eben verungünstigt haben aus Sicht der Aktienmärkte, also straffer geworden sind, enger geworden sind die Financial Conditions. Das will ja eigentlich auch die Fed, denn sie sagt sich, ja, dadurch können wir die Nachfrage nach unten bringen, aber irgendwann überschreiten wir eben eine Grenze, wo das, was die Fed will, Senkung der Nachfrage, Abkühlung der Wirtschaft umkippt in eine Situation, wo sie Panik bekommt. Jetzt hat sie aufgrund der Inflation Panik bekommen. Sie wird früher oder später aufgrund der Lage an den Märkten Panik bekommen. Und das wird der Zeitpunkt sein, wenn die Bullen eine Chance haben und eine sehr gute Chance haben werden, dann an den Märkten. Vergleichen wir mal den aktuellen Bärenmarkt mit den Jahren davor. Hier ganz rechts sehen wir 2022, davor Corona-Crash. Und das ist natürlich vergleichsweise noch harmlos. Wir hatten in den 1970er Jahren mal einen Rückgang von über 40%, auch hochinflationäre Zeiten. Das könnte so ein bisschen ein böses Omen sein, dass eben die Notenbank so lange die Zinsen anhebt, bis irgendetwas bricht, irgendwann auch die Inflation vielleicht bricht. Unten sehen wir Quantitative Tightening gegenüber Global Market Cap. Also wir sehen, dass die Marktkapitalisierung global gesehen abnimmt, jetzt in Zeiten einer restriktiveren Geldpolitik, und vor allem Anleihen sind hier massiv betroffen. Alleine in der letzten Woche 1,2 Billionen Dollar, die hier mal entschwunden sind. Oder genau, also hier ist sozusagen eine Auspreisung passiert, und hier kommentiert ein Twitter-User, globale Anleihen, die sind praktisch im Kollaps gegenüber Fiat-Währungen. Diese Fiat-Währungen wieder kollabieren gegenüber dem US-Dollar. Das wiederum sorgt dafür, dass die Kaufkraft verloren geht. Es wird Monate und Jahre dauern, bis die Leute realisieren, wie stark sie finanziell sozusagen wirklich betroffen sind. Ja, möglich ist das. Also wir sehen schon eine Kaskade an Brüchen hier in den Märkten. Da ist etwas los. Dieser starke Dollar ist der maximale Schmerz. Das wird nicht lange so gut gehen, bevor irgendetwas wirklich bricht. Und hier sehen wir mal, dass den heftigsten Bärenmarkt eigentlich in History für Anleihen. Es ist derzeit der Most Hated, das Most Hated Asset, und kontraindikatorisch könnte man sagen, this is the right time to buy. Normalerweise ist das die Zeit, wenn keiner es haben will, wenn alles
raus ist, dann ist aus Investorensicht eigentlich die Zeit zu kaufen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Denn das tut natürlich weh, wenn du siehst, das geht immer weiter, wo ist das Ende? Aber schauen wir uns mal an, die Fed hat wahrscheinlich ziemlich genau auf den Peak der Inflation hat sie diese Panik bekommen. Hier habe ich Ihnen mal die nächsten Daten der Veröffentlichungen der US-Inflationsdaten hier displayed. 13. Oktober, wie gesagt, kommen die Septemberzahlen. Das dürfte dann spätestens der Moment sein, wo sich herausstellt, dass die Märkte mal wieder übertrieben haben. Man hat erst eine Riesenparty gefeiert, als die Daten aus dem Juni niedriger waren zur Inflation als erwartet. Hurra, hurra, Inflation, kein Problem mehr. Dann kamen jetzt zuletzt eben die Daten aus dem Juli oder war es August, ich weiß es ja, also auf jeden Fall die letzten Inflationsdaten, meine Damen und Herren, Sie wissen, was ich meine, die waren höher als erwartet, die Märkte, Panik, 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 Inflation wird dreistellig werden, beide Reaktionen sind übertrieben und das wird sich dann on the long run wieder ausmitteln, wird der Sachse sagen, also da ist so ein bisschen Übertreibung im Spiel, auch beim British Pound, das ist die große Frage, nachdem eben Steuersenkungen in Großbritannien der Fall sind. Man will damit dieses Mantra, das auch schon Trump hatte, ja, du musst nur Steuern senken, dann kommt das Wirtschaftswachstum, das will man hier befördern. Finanzminister Kwarteng, der eigentlich einen auf mich sehr, sehr kompetenten Eindruck macht, vertritt diese These, die allerdings irgendwie historisch, wirtschaftsgeschichtlich noch nie so wirklich funktioniert hat. Hier sehen wir das britische Pfund, das heute unter die Marke von 1,04 zum US-Dollar gefallen ist. Wir waren noch am Freitagmorgen waren wir bei 1,13. Das heißt, da ist fast 1000 Pips sind da mal nach unten gegangen. Das ist im Währungsbereich ein Tsunami sondergleichen. Hier mal der Chart. Wir waren etwa Anfang des Jahres oder wir waren noch im letzten Jahr. Das sieht man hier in diesem Chart. Insgesamt jetzt 23% verloren seit Jahresbeginn. Das klingt so nach einer dritten Weltwährung. Aber hier sehen wir mal. Letztes Jahr waren wir so im Mai, Juni, also Mai, Juni 21, waren wir über 1,40. Das heißt, wir haben hier praktisch 40% verloren innerhalb eines Jahres. Das ist für eine große Währung wie das britische Pfund ein Riesending. Jetzt gibt es Gerüchte bereits, dass die Bank of England bald eine Notzinsanhebung zwischen den Sitzungen machen muss. Wir sehen Hedgefonds, die long im britischen Pfund sind. Das könnte hier den Schmerz verstärken. Also das sind schon echte Brüche hier im System und wenn wir jetzt nach Europa weiterkommen, dann sehen wir, Giorgia Meloni hat die Wahlen ziemlich eindeutig gewonnen und das ist für viele doch eine Botschaft, denn wäre es knapp gewesen, dann wäre auch ihre Hausmacht geringer gewesen im Senat etc. etc. Sieht es so aus, dass sie da wirklich ganz gut durchregieren kann. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr klarer Sieg, noch klarer als eigentlich erwartbar. Dementsprechend wird das natürlich lustig. Was wird die EZB sagen? Was wird die EU sagen? Von der Leyen hat ja schon gesagt, ja, wir können auch so mit euch umgehen, dann wie mit Polen und mit Ungarn. Hier sehen wir mal die Verschuldung Italiens, über 150% des BIP. Das wird sicherlich ein Faktor werden, die Italiener, die italienische Regierung von Meloni wird angewiesen sein auf die Hilfe auch der EZB. Also vielleicht ist man dann ganz lieb zueinander. Jedenfalls ist es so, dass eigentlich ja Frankreich das Problem ist. Wenn man die Gesamtverschuldung sieht, Unternehmen plus Privathaushalte, plus Staat, dann ist da die Verschuldung größer als in Italien. Das darf man nie vergessen. Abschließend noch ein paar interessante Punkte. Chinesische Banken wurden heute offenkundig angewiesen, Aktien zu kaufen. Die Notenbank hat jetzt, die chinesische nämlich, den Yuan das erste Mal unter oder über 7 gefixt, also den Referenzkurs festgesetzt. Dollar Yuan Offshore bei 7,16 derzeit. Und hier Bank of America sagt, die Märkte werden so lange weitermachen mit dem Schmerz, bis etwas bricht. Die Fed hat das Vertrauen verloren in ihre Prognosefähigkeit. Also kann sie den Märkten auch nicht sagen, dass sie bestimmte Dinge falsch prognostizieren. Da ist etwas dran. Wir sehen jetzt allerdings, dass viele Spekulanten sich schon verabschieden aus Dollar-Long-Positionen. Wir sehen, sie bleiben short im Yen. Und wir sehen,
dass viele jetzt langsam drehen auch und auf einen steigenden Euro wieder wetten. Wie wird die ganze Geschichte weitergehen? Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal zur Energiekrise kommen, da fand ich gestern die Berichterstattung von Spiegel, wer auch immer, ja, wir haben hier, das war offenkundig eine DPA-Meldung, oh, Scholz hat einen Deal gemacht mit Katar und so weiter, und faktisch ist das absolut kläglich. Ein einziges Schiffchen kommt im Dezember, also nochmal 3 Monate hin. Damit er wahrscheinlich nicht komplett sein Gesicht verliert, haben die Kataris gesagt, ach, gib ihm ein Schiffchen. Ansonsten ist da viel Möglichkeit, Absicht, aber eben nichts wirklich Konkretes. Wir könnten, wir sollten, wir vielleicht machen wir es, aber die Kataris sagen sich, wir wollen Langfristverträge und zwar zu sehr, sehr guten Konditionen aus unserer Sicht. Das wollen die Deutschen nicht. Also war das doch ein ziemliches Desaster, dass dieses Ergebnis der Reise nach Katar von Scholz, auch wenn es natürlich löblich ist, dass er versucht, hier Abhilfe zu schaffen für die Energiekrise, aber es ist, was in den Medien da gebracht wurde, ist weichgespült ohne Ende. Das war ein ziemliches Desaster. Die Medien haben das so dargestellt, als wäre da irgendwie ein Erfolg erkennbar. Dazu der Artikel, den ich Ihnen anempfehlen möchte. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Aktienmärkte im Bärenmarkt. Ist das erst der Anfang? Was ist, wenn wir hier richtig einbrechende Gewinne der Unternehmen sehen? Zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung. Die Kollateralschäden der falschen Geldpolitik der Fed. Was wird da noch passieren? Also 3 Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.